Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part hier in Hoi. Wir werden gerade, wie ich sehe, mal wieder von den Gegnern angegriffen. Würde mich aber schwer wundern, wenn die da durchkommen. Also sie haben wirklich sehr hohen Defense-Wert. Und wir haben auch die Befestigung und unser Artilleriegeschütz. Ich weiß nicht, warum die uns hier angreifen. Es gibt immer einen Army-Experience, also warum nicht? Und es ist auch ganz gut, dass die mal angreifen, aber es ist halt auch Wald und Fort und keine Ahnung. Naja. Vielleicht haben wir das Gebiet auch vorher von ihnen erobert? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Wir wollten hier nämlich vorrücken und haben dann bemerkt, dass das, was hier aussieht wie Flachland, in großen Teilen nicht Flachland ist, sondern Sumpf. So wie hier. Aber hier haben wir tatsächlich Flachland. Okay. Müssen wir mal schauen. Und hier haben wir auch Ebene. Könnten wir vielleicht auch mal angreifen. Wir haben halt kaum die Möglichkeit. Also wir haben kaum Generäle gelevelt. Wir haben keine Luftwaffe. Uns fehlt es einfach an Möglichkeiten. Wir verlieren so ein bisschen viele Truppen. Weil wir hier dumme Fallback-Lines haben, die uns echt Truppen töten, einfach ohne Ende. So, jetzt schaue ich. Ich meine, unsere Truppen gewinnen im Kampf wahrscheinlich gegen die gegnerischen, und zwar easy. Aber es kommt halt nie zum Kampf, weil unsere Truppen irgendwie immer blöd dastehen. Wir managen das jetzt einfach manuell. Ich glaube, wir verlieren jetzt hier Truppen an zu. Verschleiß ohne Ende, aber ist egal, weil der Krieg wird eh nicht mehr unendlich lange dauern. Und da drüben sieht es, glaube ich, ganz gut aus. Bis der Japan hier durchgerückt ist, ist der Krieg hoffentlich vorbei. Okay, die greifen hier an, kommen nicht durch. Hier mache ich mir ein bisschen Sorgen. Die Anzeige ist schwierig. Muss mal halt im Zweifelsfall hier reingehen. Damit noch. Nehmen wir uns unseren Eingrabungsbonus, der wirklich sehr schön ist, aber rein. Sondern da reinrennen, wie sie wollen. Gut, dann mute ich mich mal. Bin wieder da. Ich sehe, das hat geklappt mit Passieren. All bei dir, Nura. Bitte? Polen wird gerade angegriffen. Ja, aber es bringt nichts, oder? 20 rot. Ja, das bringt nichts. 99 rot, darüber könnte man reden. Okay, die greifen nämlich gerade auf drei Teils. Ah, okay, das wird eine der spaßigsten Invasionen, die ich je gemacht habe, glaube ich. Ah, das wird sehr, sehr gut. Ah, wenn das funktioniert. Oh oh. Inura, du bist so einer der langsameren, aber du kannst halten, immerhin. Ja, easy. Die Arti-Züge, die sind voll im Einsatz. Die ärgern gerade eben den Feind. Greift er eigentlich zwischen mit Force Attack an? Nee, macht er nicht. Ich bräuchte mal meine Army Experience. Eigentlich müssen wir den Deutschen nur wie die Idioten angreifen. Das wäre auch eine Option. Aber man kann ihn doch sehr gut provozieren mit Naval Invasions. Das geht auch. Ich kann keine Naval Invasions machen. Ah, das ist easy halt. Weiß, aber ich hab's noch nicht so mit Wegfindung der KI, da werde ich kriege ich manchmal so leichte Aggressionen und das ist immer nicht gut für alle Beteiligten. Na gut. Das ist natürlich ein Argument, ne? Ich hätte mehr offensive Infanterieeinheiten bauen sollen. Oder vielleicht mal nicht so auf dem Sumpf angreifen sollen. Wir sollten gucken, dass wir auf die Manpower achten. Ja, das ist gar kein Problem, pass auf, guck mal. Jetzt haben wir Manpower. Bescheid sagen. Guck mal, hier die ganzen Truppen, die wir eh nicht einsetzen, die können wir auflösen. So ein bisschen Stuff raus oder irgendwie. Ja, die stehen ja eh nur rum und machen Verschleiß. Also wenn wir die Truppen halt nicht benutzen können, weil sie wirklich nur dämlich in der Gegend rumstehen, dann brauchen wir die nicht. Ja, stimmt. So. Nehmen hier Minecraft oder so? Ah, nee. Das ist Nura. I'm sorry. Weißt du, Nura, von meinem nächsten YouTube-Gehaltscheck schenke ich dir ein neues Mikrofon. Ja, Gehaltscheck. Ich habe noch nie ein vernünftiges Mikrofon gehabt. Ja, ich weiß. Ja.
Okay, oh, es geht gleich eine Schlacht um Berlin, Heiko. Oh, perfekt. Guck mal, hier das Schienennetz aus. Nach Japan. Oh, 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 oh. Okay, wir sollten mal die Deutschen weiter ärgern. Kannst du vielleicht mal Naval Invasions planen oder so? Wir können auch weiterhin ein bisschen nerven, indem wir quasi auch ein bisschen was rüberholen. Ja. Ah, können wir auch machen. Kommt drauf an, wo du die haben möchtest. Puh, egal, da wo es sie nervt. Gesundheit. Danke. Ich habe vorhin das Mikrofon genossen, ja? Gut, dass wir digital sind. Ja, aber ich bin wirklich so empfindlich, was das betrifft. Wenn ich meine Schüler unterrichte und die sind so... Alter, da kriege ich... Da werde ich krank. Also, die stecken mich an. Wortwörtlich. Ja. Ja. Heißt es wirklich Malus und nicht Mali? Schwierig, ja, ja, es ist so, ist so wie bei Foki. Oh, nochmal 5 Euro Torschnitzel. Danke. Nura, da hat gerade jemand 5 Euro für dein Mikrofon gespendet. Ich danke auch an dich. Wobei es halt wirklich tatsächlich gar nicht so teuer wäre. Es gibt solche Anclip-Mikrofone, die man auch so für Handys und so benutzen kann und selbst die sind meistens schon tausendmal besser. Lavalier-Mikrofone. Bitte? Lavalier-Mikrofone, die so anstecken. Ach stimmt, ja, genau, genau. Also die sind halt meistens schon tausendmal besser als alles. Ja, und kosten 10er oder so, nicht mehr. Danke, Tom, wenn du das Thema nochmal ansprichst. Ja, spätestens am nächsten Black Friday. Und ich muss mal wieder Razer fragen, müssen wir ein neues Headset sponsoren? Ich glaube, ich probiere mal sowas. Komm, wir können auch schon mal ein bisschen einfach hier. Ich muss ja jetzt nicht Razer, sponsert mir doch eins. Ist ja nicht so, als hätte ich schon eins. Stimmt. Ich bin schon Knecht von denen. Ja, ich bin tatsächlich Razer-Knecht. Ich hab das schöne Black Shark, das was du glaub auch hast. Wuscht, Erik hat. Und Erik, okay. Ja. Ich hab seit gefühlt 100 Jahren selbe Headset. Oh, okay. Also wirklich seit Ewigkeiten. Ich habe es irgendwann gekauft und es hat halt nicht kaputt gegangen. Also die Kopfhörer meine ich. Also ich habe halt, und zwar relativ günstige Kopfhörer, aber die tun es halt einfach. Ich hab halt so mein Razer, das ist seit 2 Jahren jetzt im Einsatz oder mein, so. Mein Mikrofon kostet, glaube ich, 10-mal so viel wie meine Kopfhörer. die Briten haben tatsächlich Raketenwerfer-Division. Ja, genau das, was ich auch bauen wollte. Baue ich denn am besten für Naval Invasions zusammen? Was können wir denn machen? Ich würde sagen. Eigentlich eine normale Infanteriedivision oder solche? Ja, es geht ja nur darum, die Gegner zu ärgern. Ich habe 15 Panzerdivisionen und weiß nicht, was ich damit tun soll. Ich mache eine komplette 24er-Division und die knall ich dann auf nahezu jeden Teil, den die haben, drauf. Ich würde sogar sagen, wir machen da hinten bei Emden, Wilhelmshaven, Bremen, Emden. Da auf der Richtung machen wir was. Und launchen da quasi 24 Divisionen drauf und die können auch ruhig sterben, ist ja egal. Hauptsache wir triggern die richtig. Wir haben in der Zwischenzeit schon längst unsere Industrie dafür verwenden können, irgendwas Fancyes zu bauen für gerade eben auch Fabrik. 70 Tage. So. Oh, Nachtangriffarmee plus 10% immerhin. Veraltete Ausrüstung. ISA 2. Moment, ich habe einen neuen Panzer. Ich habe aber nichts erforscht. Wir haben die komplette SEMA-Überlegenheit in Deutschland. Schmeckt. Einmal in Spanien wäre auch nicht schlecht, wenn wir da SEMA-Überlegenheit hinkriegen. Produzieren die folgende veraltete Ausrüstung. IS-2A. Der ist veraltet. Was ist daran veraltet? Berlin ist gefallen. Oh, nice. Ist auf jeden Fall nicht. Ein bisschen wenig Wolfram, merke ich gerade mal wieder. Ah, weil ich... Okay, ich weiß warum. In 70 Tagen haben wir unsere Nebel. Da werden jetzt auch richtig 24 Divisionen drüber geschöpfelt.
Mir ist egal. Was machen die denn da in Berlin? Das ist ja übelstes Overstacking. Ich hab den Initiativwert noch so viel bringt. So. Was macht Japan eigentlich da in Südrussland? Das ist ja schon übel. Oh. Der ist schon relativ nah an Moskau, würde ich einfach mal behaupten. Naja, relativ nah, würde ich sagen. Der Japaner, meinst du? Das haben wir jetzt tatsächlich mal im Griff. So, nachdem wir es lange Zeit wirklich nicht im Griff hatten, haben wir es jetzt im Griff. Mittlerweile im Griff? Ja, würde ich schon so sehen. Okay, wenn scheiß drauf. Ich kümmere mich um die Nevis gerade mal. Die noch da hinten. Und dann war es so. Gut, das sind... Okay. Ich höre die Naval Invasion. Na, wo kamen sie denn? Die Nebel. Ach schade, wieso habe ich nur 100 Angriff? Wegen Nachschub, Befestigung und Nacht. Alter, schon wieder Nachtangriff. Wer auf den Sack geht. Ne, ich glaube inzwischen sind Panzer einfach... Das funktioniert nicht mehr. Ich glaube, ich löse mal auch ein paar Panzerdivisionen auf, weil ich brauche jetzt eher gute Einheiten anstatt viele. Muss ich genügend haben eigentlich. Ja, noch 200 fehlen, scheiße. Oh, die greifen mich überall an, lol. Gerade doch nicht mehr. Die soll mal richtig rauspumpen, bitte. Steh nur nicht, was an meinem Panzer jetzt falsch sein soll. Was ich da jetzt... Ist richtig? Ja, was ist daran jetzt richtig? Der ist ja viel, viel schlechter, der Panzer. Mein IS Heiko-Panzer, der ist schlechter, oder wie? Der IS Heiko ist schlechter und der IS A2 auch. Oh, 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 Heiko, Koko. Was? Ja, jetzt sind wir rüber. Die Deutschen haben die Position verlassen. Ja. Wir können rein. Warte, welche Position wo? Ich hab gekriegt. Nochmal bitte. Ach, hier, okay. Weiß jetzt, wo ich meinen Panzer entschicken kann. Los. Vorwärts. Befreiung der Arbeiterklasse. Da fällt mir, ich habe ja auch noch gute Einheiten. Ah ne, so ganz gute sind es gar nicht. Ups, meine. Ja, wir greifen jetzt einfach überall an, um so ein bisschen Ärger zu machen, sodass sie das nicht mehr koordinieren können. Einfach nur noch darum, Schaden anzurichten. Architekt des Kommunismus. Doch, da sehe ich mich. Wirtschaftet einen hohen Ertrag. Das sieht doch mal nett aus. Wird Stalin eine sozialistische Marktwirtschaft errichten? Tja, wer weiß. Also ehrlich, die Achse sperrt ja euch wieder auch so scheiße, ne? Ich hab hier irgendwas Dummes gemacht, glaube ich. Ganz Glanz der Roten Armee nicht aussehen, weil ich irgendwas verkackt habe. 7 Akademien der Wissenschaft haben? Na egal. So viel kann ich gar nicht mehr machen. Ah doch, das hier wollte ich machen. Da wollte ich runter zum Patriarch. Ja, du kannst dann hier... Das hier...
Aber jetzt was richtig Dummes. Oh, ich glaub, Moment. Meine Armee ist einfach nicht. Ich hab die Eisenbahngeschütz gefunden. Oh mein Gott. Oh. Wir haben es gecaptured. Nee. Oder? Wir müssen es gecaptured haben. Ja, es ist drin. Es kann nicht mehr flüchten. Wir haben das jetzt weg. Wenn wir jetzt die eine Provinz dann noch erobern, dann kann es nicht mehr flüchten. Dann ist es weg. Weil die Türkei wird aber gerade besiegt, wa? Hm? Oh, ja, ein bisschen. Da kam gerade eine Nähe. Da bestimmt irgendwo Truppen übrig. Kann man da mal einfach reinschicken. Ja, hier zum Beispiel, guck mal. Ich nehme mal die 22 Truppen, die haben sonst nichts zu tun. Ja. Geschütz ist weg. Ja, wir hätten vielleicht, weiß nicht, ob es so geil ist, dass wir jetzt im Winter vorrücken, aber egal. Und wir müssen auf jeden Fall, Estland, du musst schauen, dass wir den Supply da hinten so gut wie möglich immer fit halten. Greif gerade so unnötig an, einfach nur, lol, kann ich da durchmimen? Bitte lass mich durchmimen, bitte, 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 bitte! Oh, das könnte so gut werden. Aber haben die so einen schlechten Reinforce-Wert? Und doch 9%, ah, scheiße! Ah, hätte fast funktioniert. Also, wenn wir dann nicht so viel Verlust kriegen, können wir ja noch angreifen. Also wenn jemals jemand was Dummes bei Deutschland machen wollte, wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür. Ich fäng gerade eben auf, dass meine Armee nicht dafür... Stalingrad fällt? Was? Gott, der Stalingrad erobert. Ah, der hat gemimt. Hä, wieso ist es schon wieder mit den Truppen los? Achso, okay, es reicht. Wir müssen jetzt echt. Na, die Türkei fällt auch langsam. Die wird richtig gepusht gerade. So dumm. Wir verlieren so dumm. Weißt du, wir haben ja die Truppen. Wir haben wirklich die Truppen. Die stehen rum und haben nichts zu tun, während überall bei uns. Sondern Verbündeten die Truppen fehlen. Warum habe ich im Dschungel keine Luft überlegen? Ja, wir müssen einfach schnellstmöglich Deutschland und alles zum Fallen bringen und dann läuft es. Ja, jetzt wäre halt der beste Zeitpunkt, wenn für die polnische KI einfach mal zu sagen, Yeet. Yeet? Ach, schade, auf Speed 3 kommen meine Kommandos so spät und auf Speed 2 ist für mich perfekt. Wäre cool, wenn du in 18 Tagen kurz P2 machen könntest, damit ich mit ein bisschen Leitmomenten in Japan kann. Das wäre sweet. Jetzt einmal Force Attack hier rein und dann ist gute Nacht. Gut, ich habe jetzt meine Panzer von Anti-Panzer auch so ein bisschen zu Anti-Infanterie abgeändert. Ach scheiße, es hat die Panzerabwehr drin. Ich habe Force Attack drin. Oh nein. Unterstützt den Angriff. Ich finde die Neuerung sehr sinnvoll, aber auch sehr nervig, dass man bei Force Attack nicht mehr abbrechen kann. Ich wollte nicht wissen, wie lange es mich gebraucht hat, das herauszufinden und wie oft ich zwischendurch verzweifelt bin. Leute? Ja. Der Ami begeht gerade einen schweren Regelbruch. Was tut er denn? Der hat in seiner Infanterieeinheit einen Jagdpanzer drin. Das darf man nicht. Ich bin ziemlich sicher. Steht's noch im Regelwerk? Ich habe Angst, dass wir das gestrichen haben, aber eigentlich darf man das nicht. Was hat er gemacht?
Panzer in Infanterie. Ach so, ach Gott. Ich meine, es lässt sich eigentlich easy kontern, weil inzwischen hat wahrscheinlich jeder so viel Pack in seiner Armee, dass es nicht mehr so das Riesenproblem sein sollte. Ich bin der Einzige. Warte, du hast keine Pack oder wie? Oder die nee, ich bin der Einzige, der richtig krass Pack hat. Ja, das ist auch überall Pack. Ich hab 21.000 packt. Ja, und dann sagt der Mod, der soll ihn dazu zwingen, die rauszunehmen. Ja, ich bin ja die Mod. Ja. Wer ist in Amerika? Achso, ja, dann sag ihm das doch. Der muss einfach nur die Monster rausnehmen. Wieso kann ich da nicht direkt angreifen? Ist der Fluss schon wieder? Earthdark! Wo ist denn der? Der ist oben bei Dingens. Der ist in Boys 2. Alles klar. Der kann mit Armeeerfahrung kann ich einfach rausnehmen. Ja, und ich glaube, dass er Armeeerfahrung haben sollte aktuell. Ja, da bin ich mir sicher. So, in vier Tagen kann ich wieder den Zähler besetzen. Ich weiß noch nicht, warum ich das tue, aber... Gut. Ich hasse es so sehr, wenn deine Truppen, also wenn die irgendwo hin sollen, und per strategischer Verlegung, und sie müssen so einmal über den kompletten Kontinenten zum Beispiel, und dann hören sie auf mit der strategischen Verlegung, weil an ihrem Zielort quasi das erobert wurde vom Feind. Und dann stehen die in Moskau und müssen nach Vladivostok oder so, und weil Vladivostok erobert wurde, verlassen die in Moskau die Schienen. Ich verstehe es nicht. So, in 6 Tagen haben wir auch unsere Naval für dich. Ja, Japan hat dem Iran den Krieg erklärt. Oder die werden über noch mehr Fronten angreifen. Ja, das wird aber gleich einfach nur wir gegen Japan. Und wir gegen den Supply. Ich könnte Spanien hart stressen, aber ich glaube auch mit dem Befehl kann ich mit dem. Ich kann auch dem Fanvokal leider keine Befehle geben. Problem ist, der Japaner kann halt in Ruhe Mike schon. Bin ich im Baltikum zu stehen gekommen, oder? Ja, so ziemlich. Wir könnten gucken, dass wir in Polen weiter reinmarschieren. Ja, natürlich sinnvoll. Das wird da irgendwie reinkommen. Also das Gegenteil von dem, was man machen sollte. Anstatt von zwei Seiten eine Richtung anzugreifen, von einer Richtung zwei Seiten angreifen. Muss ich das verstehen? Nee, aber ich will jetzt durchrücken. Oh, Force Attack über den Fluss angreifen ist gefährlich. Baltikum, wenn du hier pinnen könntest, wäre voll nett. Alter, ich komm gleich Arsch über den Fluss, wenn es gut läuft. Wir gehen. Ja, mal sehen, ob das erfolgreich ist. Was eine gute Internetleitung ist. Also wenn du dediziert für dich stabil und kontinuierlich 50 Mbits hast, dann bin ich eigentlich schon zufrieden. Also für dich bedeutet, wenn du mit deinen 5 Geschwistern teilst, dann ist es nicht stabil, aber... Ich verstehe nicht, wieso H nicht funktioniert. Force Attack. Vielleicht. Das kannst du nicht mehr abbrechen. So Leute, es geht los. Wenn das funktioniert, dann lache ich mich tot. Ich würde tatsächlich hier unten nochmal gucken, dass du dann, weil hier gehen nämlich gleich die Visoden raus. Kannst du gucken, dass du hier... Ich glaube, ich habe wenigstens die Türkei-Front stabilisiert, mehr oder weniger. Ja gut, ich glaube Deutschland ist erledigt. Boah. Ja, die werden gerade bombardiert mit Naval Invasions, um die zu stressen.
von uns. Und ich lande jetzt in Spanien, die Konterkolonialisierung, jetzt geht's los. 70 bis 55. Es, beim Internet kommt es ja auch immer auf den Ping an und wie stabil die Internetverbindung ist und so weiter und so fort. Zum Beispiel glaube ich, bei mir, bei meinen Eltern, da habe ich meiner Meinung nach eine relativ krasse Internetverbindung dahingehend, weil ich habe eine 400K-Leitung, aber wirklich so, wirklich so absolut stabil. So, ich bin bei 400K, egal was passiert. Immer. Egal was Nachbarn machen oder sonst irgendwer, ich bin bei 400K und ich habe halt irgendwie beim CSGO-Spielen so einen Ping von 5 oder 7. Das kommt ja dann auch noch dazu. Nein! Ich hatte Warschau quasi schon. Ich glaube, die KI rascht gerade aus. Oh, die KI rastet aus, ja wollte ich gerade sagen. Die KI rascht komplett aus. Boah, was machen die Verluste vom Polen? Was, der hat nur 300.000 Mann verloren? Die werden jetzt richtig reinpushen. Die haben ja auch nicht wirklich angegriffen in der letzten Zeit. Jetzt gerade 9, gerade 12, gerade 14, 16, 20, das geht jetzt hoch. Oh, meine Panzer können mal was verbessern. Nein, können sie nicht. Ah doch, hier, Panzerexperte, oh, endlich. Sag nicht, nein, ich habe ziemlich Command Power, um Panzerexperte zu erstellen. Oh, das ist der. Wieso greifen die Truppen? Gibst du den Befehl? Ah nein, schon wieder der Kack. Nicht das. Bitte nicht das. Oh nein. Verstehe nicht, warum Heu es nicht schafft, eine Frontlinie, eine Fallback-Line in dem Moment zu löschen, indem sie in die Feindlinien reinreicht. Weil dann greifen die ja an. Das ist so dumm. Das System auch gar nicht, wieso die dann auf einmal angreifen, wenn die. Ja, wenn die da hin wollen. Die laufen da halt hin, die greifen da nicht mal an, die wollen da einfach reinlaufen und dann. Naja. Die rücken in Teilen sogar wirklich vor. Ja, aber nur weil wir halt da keine Divisionen haben. Oder ja, nur so zwei oder drei per Teil. Ich schieb da ein bisschen Ich darf vielleicht mal kurz vor Warschau starten, ist gar nicht mehr so gut inzwischen. Aber ja, die rennen jetzt mit ihrer Infanterie gegen meine Panzer an, die irgendwo im Wald stehen. Das können die natürlich machen, aber wird denen nicht viel bringen. Mein Panzer sagte, oh mein Gott, wir müssen nur aufpassen, dass die uns nicht kesseln, gell? Die kesseln uns hier gleich. Estland? Ja, ich glaube, ich ziehe das wieder zurück alles. Nein, das müssen wir nicht zurückziehen, aber wir haben ja genug Truppen und müssen da jetzt nur hin und das regeln. Das sind eigentlich meine restlichen Panzer. Oh, fuck. Ich habe alle Panzer an einen. Oh. Wieso mache ich sowas eigentlich immer? Meine ist eine KI, ne? Slowakei ist eine KI, die sind alles KIs. Oh, fuck. Das Schlechtgeld sind alle meine Panzerdivisionen drin in dem Kessel. Oh. Wieder mal ein Artilleriegeschütz mal hingestellt. Wir können gleich mal an dieser Stalin-Linie angreifen. Weil die sich gerade übelst deorganisieren. Wir könnten da eigentlich counterattacken. Oh ja, oh ja. Sie spielen so schlecht, das ist ganz schlimm. Die Punkte im Schwarzen Meer sind wahrscheinlich Minen. Ja. So, ich schlage hier jetzt mal mach diesen Quasi-Kessel wieder auf. Oh, ich habe Kriegshelden, perfekt. Und jetzt kann ich Patriarch von ganz Russland. Das bringt mir Moral 10%. Ja, okay, sonst gar nicht so viel, aber. Ich hab angegriffen.
Und so, ja, die... Ich frage mich, wo der gepanzerte Einheiten drin haben soll, die ich da pierce. Aber egal, Hauptsache ich pierce es. Was auch immer es ist, es wird gebrochen. Ich glaube, die USA rückt auch vor. Wir auch, und zwar ordentlich. Ja, stimmt. Also, ja, nice. Oh, Leute, die sind ja komplett, da ist ja alles offen, da steht ja gar nichts mehr. Ja, yeah, deswegen. Können wir eigentlich... Frontlinie und dann, angreifen, ja. Müssen wir demnächst was gegen Japaner machen. Das ist unser nächstes Ziel. Obwohl ich, weil ich weiß, wie lange ich jetzt noch wach bin. Weil ich war... Bin jetzt schon eigentlich... in meinem... physischen Ende. Konzentrationstechnisch und schlaftechnisch. Ich musste was nachholen. Ich habe die Woche ja gearbeitet. Achso, ja gut. Die Woche war ich im Urlaub. Da habe ich aber auch nicht viel geschlafen, was es dich beruhigt. Bin viel gewandert, bei sehr tiefen Temperaturen. Habe ich jetzt genügend Command Power? Ja, perfekt. Oh mein Gott, gibt man nicht so viele Punkte aus. Nein, ich habe gar nichts ausgegeben. Alles gut. Ja, ja, nee, das war allgemein, weil... Ich hab gekackt. Verschissen. Kackt oder? Du hast verschissen. Nee, warum? Ja. Weil ich mich einkesseln lassen habe. Das ist schlecht. Ich habe nicht drauf geachtet. Aber ich müsste mich wieder frei bekommen. Mit Glück. Ja, gut, die Front ist halt mies bei denen. Du machst ein bisschen Action mit meinen paar Panzerchen, die ich hab. Oh mein Gott, wenn Villeneuve fallen sollte, dann sind die richtig am Arsch. Aber ich würde den Part in der Stelle beenden, weil es ist gerade eben spannend. Ich bin mal kurz weg. Dann hoffe ich, dass der Part euch gefallen hat. Das ist natürlich sehr träge hier mit dem Osten, aber ich denke, hier läuft's gut. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.